Sie war gefangen an der Nordspitze von Rulat. Wir dachten erst, sie wollten sie befreien. Aber sie wollten sie nur für ihre Zwecke missbrauchen. Die Leichmutter verschwand kurz bevor Fuchs seinen Stern herabwarf. Wir wissen nicht genau, was damals geschah. Seitdem ist die Wur verschwunden. Die Krone allerdings existierte weiter. Bis Murudal von uns besiegt wurde. Und wer hat die dann aus Vajat entwendet? Das kann doch nur jemand von hier gewesen sein. Im Krieg der Ströme wurden viele Aufzeichnungen vernichtet, viele Verräter getötet und viele an der Seite von Murudal verschwanden, in den Tiefen von Vajat und den anderen Städten. Ihr sprach davon, dass euer Bruder im Laich diese Krone nun führt, der gerade verschwunden ist. Ja. Nun, wo wird er sie wohl herhaben? Was wird er damit gemacht haben? Und die Frage aller Fragen, wollt ihr die Krone wiederhaben? Wir wollen die Krone. Sie gehört nach Jarl zu Gott. Dann müsst ihr euch sie von Mordach holen. Von Gul'jugor, er trägt sie auf seinem Kopf. Oder von ihm. Und er streitet an seiner Seite. Nun, es sollte eigentlich nicht so schwer sein. Wenn er das nächste Mal hier reingeschwommen kommt, das wird er in spätestens 3 Stunden, wenn er wieder sprechen kann ich ihn versteinern und ihr könnt ihm die Krone einfach abnehmen. Er nickt. Was wollt ihr im Gegenzug? Ich gucke Rafim an. Naja, ihr habt ja mit Sicherheit gesehen, wie wir ankamen. In wessen Namen wir streiten. Und mein Kamerad hier. Er muss anerkannt werden als Priester. Gor will wieder seinen Einzug haben. Seinen rechtmäßigen, denn der Zeitraum für Frieden ist vorbei. Der für Krieg. Jetzt. Und natürlich unterstützt ihr uns gegen Palygan und Murudal. Wir kämpfen gemeinsam und schlagen diesen alten Feind erneut gemeinsam. Krakon zurückholen. Ich denke, bei diesem Tausch können wir nur gewinnen. Und er soll der Priesterkaste zugehörig sein, dieser Krakonier. Er kämpft für uns, er hat über diesen Speer hier ewiglich gewacht. Und nun muss er wieder seinen Platz hier einnehmen. An eurer Seite. Er nickt. Besorgen wir uns die Krone von Gul'jugor und machen der Leichmutter wieder Ehre. Jawohl. Ja, so hat die Beschwörung von Helomilusinias tatsächlich etwas gebracht und ihr konntet auch den Herrscher von Jarl Zugott selbst überzeugen. Bentelio muss beim Rausgehen gestützt werden. Ja, ich würde dich stützen, dich dabei anschauen. Ihr habt wirklich gar seltsame Freunde. Seien wir einfach froh, dass die Sache nicht aus dem Ruder gelaufen ist. Ihr befürchtet, das ist sie.
Fühlt sich Serpentilio bei meinem Anfassen irgendwie seltsam an? Kalt, obwohl du eigentlich keine Kälte spüren könntest oder solltest. Durch diesen Trank ist trotzdem kalt, eiskalt. Spüre ich eine gewisse Ablehnung? Also ich spüre natürlich eine Ablehnung, aber es ist eine ungewöhnlich starke Ablehnung gegen Serpentilio, die über meine eigene persönliche Ablehnung hinausgeht. Nee, das nicht. Kann ich mal eine Magiekunde würfeln? Ich meine, ich bin zwar kein Talent, aber mir bringt mir ab und zu mal was bei. Ja, klar, was herauszufinden. Ich würde es auch gern versuchen. Also, ein Punkt, ja, es ist unter Wasser, da ist es natürlich auch ab und zu mal kalt. Ja. Nein, ich dachte, ob ich die Paste so gut checke, dass es mir eigentlich nicht kalt sein kann, dass es deswegen magischer Effekt sein muss, aber ich denke halt vermutlich, du bist kalt, weil unter Wasser. Falsch gewürfelt, nicht Kriegskunst. Also meine Frage eher ist eher, kann das sein, wenn er ihn beherrscht hat? Beziehungsweise ich würde dann auch direkt Serpentilio fragen, ist er ihn nicht unter Kontrolle? Nun, ihr seht, dass wenn man Unterlassung der hinreichenden Vorbereitungszeit hantiert, kann die Sache ein wenig, sagen wir, brenzlig werden. Zumal der Befehl natürlich auch zwangsweise sehr offen gehalten. Versichere euch, der Dämon ist fort. Können wir bitte gehen? Ja, wir können ja gehen. Ein Stück nach da drüben schwimmen. Wir haben das Auge der siebten Sphäre auf diesen Platz gerichtet. Es wird noch eine Weile spürbar sein. Gut. Also, dann versteinern wir ihn mal, wenn er kommt. Ja, ich finde das eine fantastische Idee. Die Frage ist, wenn er mit dieser Krone herumläuft und sie die Krone benutzt haben, um die Leichmutter zu binden, heißt das, er trägt einen gebundenen Dämon mit sich herum? Nun, mir ist nicht bekannt, dass ein Dämon sich jemals mehr als etwa 8 bis 10 Dutzend Schritt von dem Ort bzw. dem Objekt seiner Bindung hätte entfernen können. Jetzt ist dir was? Wir hängen ganze Sehnen an einer Bindung. Ist dir was jetzt praktisch wäre? Die Harfe. Ich denke, ihr werdet es schwer finden, unter Wasser eine Klammer sie herauszuholen. Oh. Sie ist mit dem Wasser verwoben und dem Lied des Wassers. Das hat Bindarion gesagt, also denke ich, dass es durchaus möglich wäre. Außerdem ist es nicht so, dass unter Wasser Schwingungen gut getragen werden. Nun, wir haben sie nicht, also ist diese Diskussion überflüssig. Ich sagte doch nur, es wäre hilfreich. Es wäre vieles hilfreich, was wir nicht haben. Ja, der elementare Schlüssel des Wassers zum Beispiel. Oh ja, der wäre wirklich hilfreich. Ja, Boltax, das habe ich auch schon gedacht. Siehst du, Rafim hat es auch schon gedacht. Aber mir fällt das natürlich wieder nicht ein. Was ist das für ein Sinn für Sarkasmus, oder? Naja, was wollen wir denn nun tun, Boltax? Wollt ihr abwarten, bis der andere wieder zurückkommt? Oder was ist euer Plan? In der Tat. Ich bin ein bisschen besorgt, was passieren könnte. Könnte er den Dämon freisetzen? Naja. Würde ihn dieser Dämon nicht schützen vor einer Versteinerung? Nicht zwangsläufig. Er hätte ihn auch nicht vor meiner verständigungsstörenden Möglichkeit geschützt, ihm den Mund zu verbieten. Ich habe eine ungefähre Ahnung, wie stark die Macht es dich durchdringen muss. Und ich denke, mit meiner Zauberfertigkeit werde ich das schon schaffen. Sonst läuft alles schief. Na, aber das. Dafür haben wir immer noch Plan B, dann schlägt Rafim ihm einfach den Kopf ab. Ja, helft mir raus, wenn ich falsch liege, Boltax, aber eure Art der Versteinerung schließt die erweiterte Aura mit ein. Richtig? Wie würde die Krone mit versteinern, wollt ihr damit ausdrücken? In der Tat. Nun, nein, die Krone ist. Da ist doch ein Dämon drin. Nun, ihr habt gerade gesagt. Nun, während zwar ein Dämon selbst selbstverständlich nicht auf diese Art und Weise verformt werden kann, da sie in ihrer Essenz formlos sind, sind die Bindungselemente, Objekte einer dämonischen Entität allerdings nicht davon betroffen. Ich
tatsächlich nicht sicher, was passieren, wenn ihr ein Bindungsobjekt versteinert, ob dieses hinreichende Verschaumung der Bindung selbst zählt, um sie aufzuheben. Oder einfach nur, der man weiterhin an besagtes Objekt gebunden bleibt, ihr allerdings keinen Zugriff darauf habt, da ihr es untrennbar verbunden mit dem Träger versteinert habt. Natürlich ist der Träger nicht selbst an die Notwendigkeit gebunden, das Objekt mit sich herumzutragen. Daher ja, das Konzept der Objektbindung. Worauf ich hinaus will ist, und ich habe es euch ja gesagt, ihr verstanden vermutlich die Krone mit und dann haben wir nichts gewonnen. Na gut, dann müssen wir ihn halt aus dem Hinterhalt abstechen. Kann ihn auch schlafen legen. Ich wollte gerade sagen, er sollte doch sicherlich ein Repertoire an weniger blutigen Maßnahmen haben. Nicht, dass ich ein Problem damit hätte, aber ich denke, wir wollen hier unten keine Aufmerksamkeit erregen. Solange wir nicht müssen. Ja, von mir aus. Ja. Dann lege ich ihn halt schlafen. Aber das wird echt knapp mit der MR. Ich bereite schon mal unser Land davor. Gut, ja. Dann könnt ihr die nächsten 2,5 Stunden warten und euch vorbereiten und noch irgendwas anderes tun. Es ist zu Metagaming, wenn ich sage, wir wissen, dass er 12er mehr hat und deswegen den Salander direkt auf 12er mehr spreche, oder? Glaube ich. Das ist okay. Ich hab's euch verraten. Kunde würfeln und dann kann der dir sagen, du musst ungefähr so stark den Zauber ein. Ja, das ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass das, ich denke schon, dass du als Magier einschätzen kannst, wie stark die. Ja klar, aber du kannst einschätzen, aber es ist halt ein Gefühl. Und Boltax und Serpentilio haben auch keine gemeinsame, haben auch keine gemeinsame Fachsprache, mit der sie das irgendwie übermitteln dann können. Würfel mal ein W3. Würfel mal ein W3. W3, hier sind W6. Genau, dann setzt du ihn auf die 14, also 2 mehr als unbedingt benötigt. Dann. Wir lassen uns natürlich Zeit. Das ist eine 4er Erleichterung. Salander gegen MR14. Lass uns Zeit, das ist eine 4er Erleichterung. Wir sprechen in den Stab, das hat 2er Erschwernis. Der Zauber wird also gesprochen. Warte, und danach, nach der Verrechnung, also der eigentliche zwischen Halbierung, kommt jetzt erst die 14 drauf, weil das keine Modifikation ist. So, wir sind mit einer plus 12 auf einem 17er Talentwert. Das kann ja nur schief gehen. Das ist überraschenderweise gelungen. Wir haben nicht modifiziert, also ich muss ihn mit dem Stab anfassen. Ja, einmal schlagen oder sowas. Right. Wenn er. Ja, wenn er schläft, ist er einem eher sowieso. Wenn er sich aktiv gegensetzen möchte, muss ich euch einen Angriff schaffen. Ansonsten ist es vermutlich mehr ein. Ja, eine einzelne Berührung reicht jedenfalls. Berührung, ja, genau. Technisch gesehen kann ich ihn mit der anderen Hand berühren, den Stab auslösen, weil ich selbst als erwartete Aura des Stabes, eigentlich eher als erwartete Aura von mir, ihr nochmal, der Stab fokussiert den Zauber. Du bist also im Prinzip der magische Stab, das willst du sagen. für diesen Zweck ja. Das ist das Sprachrohr deines Magiestabes. Also aus demselben Grund, aus dem der Stab auch ja einen Zauber aufrechterhalten kann. Erst doch, Stäbe können Zauber aufrechterhalten, sie sind ja nur geblockt währenddessen. Das stimmt. Kannst gut. Halt nichts anderes rausziehen. Gib mir mal eine Gassenwissenprobe, plus 15. Einer oder alle? Alle. Warum lässt es überhaupt Würfel? Das ist die Frage. Ich habe Gassenwissen 10, merke ich gerade, ist gar nicht so bad. Alle, mir schafft sogar die plus 19. Würde ich jetzt sagen, fehlt uns was, dann würde ich notfalls die 13 schippen. Ja, no, ist gut. Lass gut sein, Raffi. Lass gut sein. Abelmir, du Tier. Soll ich das mir sagen? Abelmir hat's geschafft? Abelmir ja. Weiß. Hier unten sind doch nicht mal Gassen. Wird das nicht eher eine Versteckenprobe sein? Nee, da bin ich noch schlechter drin. Es geht darum, dass ihr die Bevölkerung einschätzen könnt, wenn ihr dann aus dem Tempel der Leichmutter herauskommt. Ist das also endlich die Spezi-Ortseinschätzung? Ja. Tatsächlich. Die habe ich nicht. Abelmir kann noch fragen, ob er Verbindungen Joden hat. Nein, hat er nicht. Genau. Ein paar habe ich, aber die 10 wahrscheinlich nicht. Nach 3 Stunden kannst du sehen, dass sich aus nicht von dem Götterkrater, sondern von den Unterbringungen der Bauern von hier ist es Norden aus eine Gruppe formiert, die relativ groß zu sein scheint. Sie sind bewaffnet mit den typischen Utensilien, sowas wie kleine Sicheln zum Zertrennen von Algengeflecht, was man dann braucht, was man also auf diesen krakonischen Feldern braucht.
Und da scharen sich jetzt, ja, während ihr wartet, dass Skuljogor kommt, du würdest sagen, die ersten 200, 300 Leute, die jetzt auch an den Dörfern oder den Muschelpalästen der Priesterkaste vorbeiziehen. Also es ist ein Bauernaufstand, aber sie haben keine Fackeln, weil sie sind unter Wasser. Und vor allem, sie ziehen vorbei, wo gehen sie denn dann hin? Moment, Steuerung F, also sie kommen von hier. Ja. An den Häusern vorbei. Okay, die gehen also zum Palast. Genau, auf euch zu. Auf uns zu, sehr speziell auf uns. Jetzt ist sie noch ein bisschen weiter entfernt. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Das sind, 300 Meter. Hey, aber okay, ihr unterbricht ja uns. Genau, also wir stehen da und gucken blöd in Richtung. Dort nähert sich ein Krakonia hier mit Mistforken oder etwas dergleichen unter Wasser. Abelmir, was stellst du dir schon wieder vor? Na, guck doch selber hin. Abelmir, die gehen zum Markt, so ist das nun. Hier gibt es keinen Markt. Und sie gehen. Und nicht in solcher Stärke. Hast du schon mal 200 Bauern, das stellen sie wohl da, auf einem Markt zugleich gehen sehen? Nein. Sie sehen sehr zielstrebig aus. Dann dürft ihr jetzt auch eine Sinneschärfeprobe hinterherwürfeln. Wird hier jetzt die Palastrevolte ausgerufen? Warte, nein. Eine Palastrevolte funktioniert andersherum. Ja? Sinnesschärfe, oder? Sinnesschärfe, ja. Mann, da ist auch eine Erschwernis jenseits von Gut und Böse hinter. Dunkelsicht hilft hier. Dunkelsicht würde helfen, ja. Ich glaube, Zulamin ist so ziemlich unsere einzige Hoffnung. 7 Punkte ist halt nicht viel. Deine Dunkelsicht ist aber nicht drin, alles klar. Dann sind sie bis irgendwo bei 10. Da gestehe ich dir tatsächlich zu, dass du hinter den Bauern erkennen kannst. Mittlerweile, du zählst es kurz ab, sicherlich schon 400. Es hört auch nicht auf. Also das ist ein Bauer nach dem anderen und du kannst irgendwo hinten leicht darüber schwimmend erkennen. Guljogor. Mit seiner Kakonia-Krone auf dem Kopf. Da ist Guljogor, ich glaube, er hat sie mobilisiert mit der Krone. Mir scheint, als wäre unser Plan gerade in eine leichte Schieflage geraten. Du hast ihn doch stumm gestellt, oder nicht? Ja. Wie konnte er. Das ist nach den 3 Stunden. Ach so, okay. Die 3 Stunden. Wir haben auf ihn gewartet, right? Wir warten 3 Stunden. Ja, genau. Ja. Ihr habt 3 Stunden gewartet und nach den 3 Stunden kommt er halt nicht von unten, sondern von den Bauern. Ja, aber da hat er sehr schnell sehr viele Bauern gekriegt. Genau. Ja, dass das mit der Krone macht. Ich sagen, Rafim kriegt eine Spezialisierung auf Magiekunde. Boltax streicht sich einen Punkt. Ich wollte es aber eigentlich auch gerade. Ja. Also es wird da nicht gewesen sein, dass der immer schon lange der Herrschaft war. Alles klar. Boltax, ey. Ich meine, pass auf, wenn ich Krakonia wäre und da sagt einer, guck mal, das sind Glatthäute, die machen hier Scheiße. Nimm dir deine Mistgabel. Ich wäre sofort dabei. Ich würde meinen Nachbarn noch mitnehmen. Ja, aber die würden nicht denken, hey, da hinten sind 200 Highreiter, ich gebe dir jetzt eine stumpfe Sichel in der Hand, gib ihm. Das werden die nicht machen. Frag mal mittelreichischen Bauern, wie das aussieht, wenn die Orks kommen. Eldan Gorbats wäre dabei. Oh, genau. Ja. Ich glaube, wir brauchen Scholairak. Lass uns hier verschwinden. Sollten wir nicht viel eher ihm die Krone abnehmen? Wenn wir doch schon hier sind? Ja, wie wollt ihr das machen? Dulamin, würdet ihr die Highreiter holen? Die Highreiter oder den Hai? Erstmal die Highreiter. Ja, ich weiß nicht, Rafim, könnt ihr ihn nicht zu einem Zweikampf herausfordern? Euer Gott ist doch einer für Zweikämpfe, nicht wahr? Vermute nicht, dass er es auf einen Zweikampf ankommen lässt. Ich vermute auch nicht, dass diese Wesenheiten dort noch sich selbst unter Kontrolle haben. Dann lass doch Vautor wüten, diese nichtigen Bauern zu zerstören. Es mag euch vielleicht überraschen, Abelmir, aber Vautor ist kein Haustier, das man ruft, wie es einem beliebt. Wir werden uns um unsere Probleme schon selber kümmern müssen.
so traurig ihr auch das finden mögt. Ja, mittlerweile könnt ihr auch sehen, dass ein paar Heireiter Wachen von dem Palast der Leichmutter aufsteigen und sich dann zumindest der Verteidigung anschließen. Zumindest stieben sie in die Bauern hinein und pflügen da mit großen Blutwolken durch die Bauern hindurch, bis ihr dann erkennen könnt, dass sie sich leicht erheben über die Bauern, sich umdrehen und sich dann dem Bauernherr anschließen. Rafim, wie interagiert dein Speer eigentlich mit, diesen Bauern? Würde er ihre Besessenheit in religiösen Eifer umkehren? Ihr könnt nicht mehrere hundert Bauern einzeln pieksen. Nein, aber Rafim, vielleicht sollten wir zuerst die Heireiter pieksen, damit sie nicht weiter besessen werden. Weil wir können auch nicht mehrere hundert Heireiter pieksen. Rafim, du musst ihm doch nur die Krone abnehmen. Also wir wollen jetzt dahin schwimmen und ihm die Krone abnehmen. Okay, können wir gerne alle machen. Das erscheint mir das Sinnvollste in Abwesenheit von besseren Vorschlägen. Ja, dann machen wir das. 150 Meter haben sie noch zu euch. Ich würde mal Schrak Nakul anschauen. Wo sind denn eigentlich die Krakonier, die wir am Anfang gestochen haben? Weil die haben vermutlich immer noch einen Schaden, oder nicht? Die haben vermutlich immer noch einen Schaden, aber es sind Krakonier. Ja, aber ich weiß ja nicht, dass mein Speer das nicht löst. Meine Hoffnung ist, die erstmal mitzunehmen. Also ich weiß ja nicht, dass das so nicht hilft. Ich würde die also erstmal mitnehmen. Und wenn die nur 5 Bauern umbringen, das stört mich ja nicht. Das ist ja nicht mein Problem. Ich möchte, wenn er losgeht, einen Zauber beginnen. Okay, dann brauche ich eine Kriegskunstprobe von Rafim für die Koordination deines improvisierten Krakon-Herrs. Funktioniert Seegefechte? Ja, ja, natürlich. Ich würde sagen, nein, aber nehmen. Ich habe 15 Punkte. So, aus Ermangelung. Ich habe nicht 200 Token. Ich könnte jetzt kopieren. Ich lasse es einfach mal, um anzudeuten, dass das sehr viele Bauern sind. Ich würde einen Harmoniesegen für die Gruppe schmeißen, weil der senkt die Wirkung von Herrschafts- und Einflusszaubern. Denn wir wollen nicht, dass als nächstes unsere Leute auch in diesem Heer marschieren. Und auf wie viele Leute stufst du denn auf? Wir sind ja nicht mehr so viele, oder? Ja, ich glaube nicht, dass wir von der Krakonia-Krone kroniert werden können. Das behauptest du. Und dann wachsen dir auf einmal so 2 Schwimmflügel. Ich habe schon Schwimmflossen. Mhm. Er hat tatsächlich schon Schwimm heute. Ja, das war ein Eigentor, würde ich sagen. Regeltechnisch bist du neuerdings Krakonier. Ja. 100 Meter. Nur um es mir erwähnt zu haben, ich möchte natürlich auch eine Liturgie auslösen. Ja, perfekt. Schwarzes Fell durch rotes Blut. Alles klar, ich gebe dir nochmal deine eigenen Heireiter. Oder warte mal, hab ich das schon ausgelöst? Ist das überhaupt ab? Warte mal. Nee, du hast über Schlachtfeldschreiten ausgelöst. Rotes Blut vorher ausgelöst? Wartet mal. Nee, hab ich auch ausgelöst. Nee, hab ich nicht. Stimmt nicht. Hab ich ausgelöst, als ich gegen den Kraken gekämpft habe. Ja. Nee, dann mache ich nichts. Was ist denn die Erschwernis von dem Ort? Ja, auch die haben wir. Wohl doch, ich könnte noch. Ich hab keine Ahnung. Tief im Territorium und in Gegenwart vieler Ungläubiger, Liturgie plus 6. Und im Krater steigt der Prom-Zuschlag auf weitere 7 Punkte. Du bist aber jetzt gerade nicht im Krater, sondern stehst davor. Okay, ist das schon eine Notlage? Warum nicht? Okay. Habe ich 10 Aktionen Zeit oder nicht? Dann ja, aber dann sind sie auch direkt bei dir. Ja, das passt. Ja. Ich brauche auch 10 Aktionen. Das passt. Gut, alles klar. Dann ziehe ich sie schon mal an euch ran. Und wir fangen von oben nach unten an. Ich frage mal zu, Lamin. Du möchtest jetzt deinen Harmoniesegen. Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich ein Apport-Gegenstand? Das kann ich dir sagen. Gib mir eine Minute. 8 oder so? Nee, es hängt von deiner. Warte. Abelmir, was möchtest du tun? 10 Aktionen. Ich überlege, der ist ja mitten in seiner Herde drin sozusagen. Der ist mitten im Bauernheer und neben sich noch Heireiter und. Ja, das ist vielleicht nicht gut, den Umbrachbrotter mitten da reinzumachen. Du kannst das versuchen. Das wäre keine Idee. GS 15. Suizidzahl 15. Krakon findet's gut. Reicht, das sind, das sind 30 Meter Programmrunde. Ja, nein, ich brauche den Stab ja in 10 Aktionen. So, Abelmir, wir fangen mit dir an. Ich warte ab.
war das keine, alles kann, keine Idee, siehst du, deswegen habe ich meinen Stab herbei apportiert, als es nützlich war. Voltax, was möchtest du tun? Ich warte auch ab, denn tatsächlich kann ich gegenwärtig noch nichts tun. Wie gesagt, ich habe nur noch 9 ASP und die muss ich sofort einsetzen. Du kannst kämpfen, du hast alle Lebenspunkte. Nein, ich habe nur noch 34 Lebenspunkte. Okay, Raffin. Verloren. Ich wirke. Du wirkst. Schwarzes Fell durch rotes Blut. Ich benutze meinen Chip, um den Schaden auf mir selber neu zu würfeln. Ja. Deswegen mache ich mir selber nicht die 6, weil es ist nur ein W3. W3 plus 1, also ich mache mir selber 4 Damage. Mhm. Okay, dann hast du wie viel Rüstung? 8 zusätzlich durch das schwarze Fell und im Durchschnitt 14. Okay, dann sagen sie alle einen Wuchtschlag 14 an, weil sie sonst sowieso nicht durchkommen. Könnte ja, es ist die Liturgie ist halt dafür gemacht, um Bauern anzuschlagen. Ja, genau. Also, ja, richtig. Weil das ist immer drin. Ich habe halt viele Bauern. Serpentilio, 10 Aktionen. So, Frage Nummer 1. Schwebt der mehr so über dem, schwebt der mehr so über dem Bauern her, ja, oder steht der da wirklich mittendrin? Nee, der also mittendrin, aber über ihn. Okay, das ist schon mal gut. Die zweite Frage: Wie viele Raumschritt würdest du denken? Also wie viele Kubikmeter an Bauern haben wir hier? Was eine Frage. Also. Ich weiß, worauf du abzielst. Also es sind, ich sag jetzt einfach mal, es sind 400 Bauern.